Das heilige Evangelium steht geschrieben bei St. Lukas im 21. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gelobt seist du, Herr Jesu. Lob sei dir, o Christi. Und wir hören, was geschrieben steht im Hohen Lied, im 2. Kapitel. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir: Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum lässt Früchte reifen und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Warum sind Sie Christ geworden? Das ist eine Frage, die die Glieder unserer Gemeinde überzeugend beantworten müssen, wenn sie eine Chance haben wollen, hier in Deutschland bleiben zu dürfen. Warum sind Sie Christ geworden? Die Anhörer im Bundesamt und die Richter in den Verwaltungsgerichten erwarten darauf eine logisch nachvollziehbare Antwort, die gerade auch diejenigen überzeugt, die selber zum christlichen Glauben keine nähere Beziehung haben. Doch in sehr vielen Fällen können unsere Gemeindeglieder eine solch logisch nachvollziehbare Antwort nicht geben. Und der Grund dafür ist einleuchtend. Wenn jemand Christ wird, dann ist das in vielen Fällen eben nicht das Ergebnis einer rationalen Entscheidung oder einer besonderen Erleuchtung, die einem mit einem Mal zuteil wird. Sondern es geht im christlichen Glauben immer wieder um eine Liebesgeschichte, die man ein Stück weit beschreiben, aber nicht bis ins Letzte begründen kann. Wenn Richter oder Anhörer immer wieder nachbohren, dass unsere Gemeindeglieder nun überzeugende Gründe für ihre Konversion nennen sollen, dann möchte ich am liebsten eben diese Richter oder Anhörer dazu auffordern, zu begründen, warum sie sich in ihren Ehepartner verliebt haben. Und wenn sie dann sagen, dass man verliebt sein nicht einfach begründet kann, dann würde ich am liebsten sagen, dann glaube ich ihnen auch nicht, dass sie ernsthaft ihren Ehepartner lieben. Sie haben das vermutlich nur aus irgendwelchen anderen Gründen gemacht, um ihren Ehepartner auszunutzen. Das widerspricht doch aller Vernunft, dass sie sich ausgerechnet in diesen Menschen verliebt haben. Die Predigtlesung für den 2. Sonntag im Advent ist einem der ungewöhnlichsten Bücher der Heiligen Schrift entnommen, dem Hohen Lied. Das Hohe Lied ist eine Sammlung von erotischen Liebesliedern, die tatsächlich ihren Weg ins Alte Testament gefunden hat. Beschrieben wird, wie ein junger Mann und eine junge Frau gleichsam ihre Liebe feiern
und wie sie in dieser Liebe alle gesellschaftlichen Konventionen und Grenzen der damaligen Zeit überschreiten. Eben weil sich Liebe nicht bändigen lässt, sondern stark ist wie der Tod, wie es an einer anderen Stelle im Hohen Lied heißt. Diese Liebeslieder aus dem Hohen Lied nehme ich noch einmal ganz anders wahr, seit ich von so manchen jungen Geflüchteten aus Afghanistan ihre ganz persönlichen Liebesgeschichten gehört habe. In Afghanistan sind die persönlichen Freiheiten junger Menschen gerade in Sachen Liebe sehr begrenzt. Meist haben sie sich den Entscheidungen ihrer Familien zu beugen, die für sie den passenden Ehepartner aussuchen, und dies oftmals schon sehr früh in ihrem Leben. Doch die Liebe sprengt eben immer wieder alle gesellschaftlichen Regeln, lässt sich so nicht eingrenzen, wie es das soziale Gefüge, in dem die Menschen leben, eigentlich es vorschreibt. Und wenn sich dann Liebespärchen heimlich treffen, wenn dann womöglich ein junger Mann beim Sex mit der Tochter des Mullahs erwischt wird, dann wird es für die Betreffenden sehr schnell richtig gefährlich, ja lebensgefährlich. Und da bleibt dann den jungen Männern zumeist nichts anderes mehr übrig, als ganz schnell aus dem Land zu fliehen. Wobei wir dann auch ehrlicherweise sagen müssen, dass immer wieder nur den Männern die Flucht gelingt, während die Frauen zumeist keine Chance haben und am Ende noch froh sein können, wenn sie überhaupt noch am Leben bleiben. Gesellschaftliche Regeln, die vor allem die Frauen einengen, sind auch in den Worten unserer heutigen Predigtlesung erkennbar. Da schildert eine junge Frau, wie ein junger Mann über die Berge zu ihr eilt und nichts lieber will, als mit ihr, der Freundin, zusammen zu sein. Am besten irgendwo in den Weinbergen, wo einen niemand sehen und erwischen kann. Doch als er am Haus der Freundin ankommt, muss er draußen vorbleiben. Er kann nur durchs Gitter blicken, hinter dem die Freundin sich im Haus befindet. Denn die Familie der Freundin achtet sehr genau darauf, dass die Tochter des Hauses das Haus eben nicht so einfach verlassen kann. Das ist immer noch die Entscheidung der Männer in der Familie, zu wem sie ihre Tochter lassen und zu wem nicht. Der Mann versucht, die Frau aus dem Haus zu locken, schildert ihr in den schönsten Farben, wie wunderbar es wäre, mit ihr jetzt zusammen zu sein, jetzt, wo im Frühling alles blüht und grünt. Ein Happy End wird uns hier in unserer Predigtlesung nicht geschildert. Es bleibt die Sehnsucht, die auf beiden Seiten erkennbar ist. Was für eine ungewöhnliche Lesung für den zweiten Sonntag im Advent. Doch wenn wir uns die anderen Lesungen dieses Tages anschauen, dann erkennen wir schnell, auch da geht es immer wieder um Sehnsucht, um die Sehnsucht danach, dass Gott endlich kommt und eingreift, unserer Not endlich ein Ende bereitet. Das Spannende hier in unserer Lesung aus dem Hohen Lied ist ja, dass die Sehnsucht von beiden Seiten beschrieben wird. Da ist auf der einen Seite die Sehnsucht des jungen Mannes danach, dass die Freundin es doch irgendwie schafft, aus dem Haus herauszukommen. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Steh auf, komm her. Genauso rufen wir Christen auch immer wieder zu Gott, sehnen uns danach, dass er uns nicht länger allein dastehen lässt in der Not, in der wir uns befinden. Das deutsche Lied für diese Woche des zweiten Adventssonntags beschreibt dieses Sehnen in wunderbarer Weise. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? O komm, ach komm, vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. Ja, so rufen wir es in der Adventszeit dieses Jahres mit besonderer Dringlichkeit, wenn wir die entsetzlichen Nachrichten aus Afghanistan, aus dem Iran und aus der Ukraine vernehmen. Wenn wir selber immer wieder das Unrecht erfahren müssen, das konvertierten christlichen Geflüchteten in unserem Land angetan wird. Ja, steh auf, Gott, komm her, verbarrikadiere dich nicht da oben in deiner Wohnung, mach der Zeit des Wartens endlich ein Ende. Aber ebenso können wir das mit der Sehnsucht natürlich auch umkehren und davon sprechen,
wie Gott selber unser Liebhaber ist, der sich in Sehnsucht nach uns verzehrt, der alles unternimmt, um uns aus dem Gefängnis, in dem wir sitzen, herauszuholen. Gott, der wie eine Gazelle oder ein junger Hirsch über die Hügel hüpft, um mit seinem Liebeslocken unser Herz zu gewinnen. Auch das ist ein wunderschönes Bild, das zugleich auf seine Weise die Frage beantwortet, warum wir eigentlich Christen sind. Wir sind Christen, weil Gott sich in uns verliebt hat, weil er es ohne uns nicht aushält und uns mit Worten der Liebe zu uns lockt, bis wir schließlich gar nicht mehr anders können, als diesen Worten der Liebe zu folgen. Gefährlich war das damals für die junge Frau hinter dem Gitter, wenn sie dem Locken des Freundes folgte. Das machte sie nur, wenn die Liebe stärker war als alle Angst. Gefährlich ist es auch heute für Menschen im Iran und Afghanistan, wenn sie sich von dem liebenden Gott aus dem Gefängnis des Islam locken lassen in eine ganz neue Freiheit, die sie zugleich aber das Leben kosten kann. Ja, Liebe handelt immer wieder zutiefst unvernünftig, aber sie hat eine solche Kraft, dass die, die diese Liebe gepackt hat, nicht anders können. Ja, darum sind wir Christen. Man kann dieses wunderbare Liebeslied in ganz verschiedener Hinsicht deuten und auf unser Verhältnis zu Gott, zu Jesus Christus übertragen. Auf der einen Seite können wir sagen, ja, Christus hat uns schon hinter dem Gitter hervorgelockt, lässt uns jetzt schon seine ganze Liebe erfahren. Wenn wir seinen Leib und sein Blut empfangen, dann sind wir so eng mit ihm verbunden, wie es enger auch in der Ewigkeit nicht mehr möglich sein wird. Wir gehen gleichsam auch jetzt nachher wieder durch die Tür aus dem Haus heraus, folgen ihm auf dem Weg zum Altar, dem Locken unseres Liebhabers. Kommt, denn es ist alles bereit. Aber zugleich können wir das Lied auch so deuten. Solange wir hier auf Erden leben, bleiben wir noch hinter dem Gitter. Noch sind wir nicht frei von so vielem, was uns gefangen hält, von dem Unrecht, was wir in unserem Leben erfahren, von Sorgen, von Krankheiten, vom Tod. Wir sitzen da hinter dem Gitter und können nicht raus. Was uns bleibt, ist die Stimme dessen, der uns liebt und der immer wieder durch das Gitter zu uns spricht, der uns unser ganzes Leben lang schildert, wie schön es sein wird, wenn wir einmal dieses Haus werden verlassen können. Und eines Tages wird es in der Tat geschehen, dass Christus, unser Liebhaber, uns selber herausholen wird, dass uns einmal nichts mehr trennen wird und wir nur noch den ewigen Frühling in der neuen Welt Gottes werden erleben dürfen. Der Winter ist vergangen, der Frühling ist herbeigekommen. Ach, wie sehnen wir uns schon in ganz irdischem Sinne danach, diese Worte bald zu hören, dass dieser dunkle, kalte, bedrückende Winter endlich vorbei ist. Doch da, wo Christus ist, da ist schon der Frühling. Da wird es jetzt schon in aller Kälte und Dunkelheit warm für uns. Ja, er, Christus, hinter dem Gitter, er hilft uns mit seinen Worten durchzuhalten, bis wir einmal endgültig voller Freude die abschließenden Worte der Freundin nachsprechen werden. Mein Freund ist mein und ich bin sein. Oder mit den Worten von Paul Gerhardt, lass mich hingelangen, da du mich und ich dich leiblich werd umfangen. Ja, genau darum geht es jetzt im Advent. Amen.